Willkommen zurück. Wir sind in einer Videoserie, die ich genannt habe, Lernen ohne Leiden. Und in diesem Teil der Serie geht es um Auswahlkriterien. Hier, das ist Teil 2. Ja, bitte schauen Sie sich Teil 1 unbedingt an. In Teil 1 habe ich darüber gesprochen, was keine Auswahlkriterien sind. Kriterien, nach denen viele, viele, viele Teilnehmer schon ihre Entscheidung getroffen haben und festgestellt haben, sie sitzen in einem Zug, der heißt Lernen mit Leiden. Und dann haben sie versucht, aus dem Zug herauszukommen wieder und festgestellt, dass es dort ganz gemeine Kündigungsbedingungen sind, leider auch erst viel zu spät festgestellt. Und deswegen schauen Sie unbedingt Teil 1. In Teil 2 geht es nun tatsächlich darum, was Auswahlkriterien sind, während Teil 1 ja darum ging, welche es nicht sind. Ich zeige Ihnen bei den Auswahlkriterien zunächst die Struktur der Kriterien. Das ist Kriterium erstens, das ist Kriterium zweitens, das ist Kriterium drittens. Diese drei Kriterien machen 80% aus. Dann kommt das Kriterium viertens. Das sind nochmal 15%. Jetzt sind wir schon bei 95% hier. Ja? Also mit den ersten vier Kriterien sind wir schon bei 95%. Und dann kommt ferner liefen. Fünftens, sechstens, siebtens ist alles ferner liefen, ist alles Übrige. Ja, alle übrigen Kriterien machen zusammen 5% aus. Und dann sind wir hier bei 100%. Fangen wir mal unten an. Was ist dieses alles Übrige? Dieses alles Übrige macht, wie gesagt, insgesamt 5., 6., 7., es mag noch 8. geben von mir aus, macht zusammen 5% aus der Gewichtung, ob Sie im richtigen Zug sitzen oder im falschen. Was sind diese Kriterien? Und zwar machen Sie 5% aus im Normalfall, es sei denn, Sie sind extrem, extrem verletzt. Fünftens zum Beispiel, also eines von diesen alles Übrige, sind die Seminarräume. Viele Veranstalter stellen Fotos ein, zeigen ihre schönen Seminarräume. Seminarräume gehören zu diesen alles Übrige. Ja. Es sei denn, Sie sitzen in einem dreckigen, stinkenden Kellerloch ohne Luft und ohne Fenster, ohne Licht. Dann ist es natürlich anders. Ja. Aber ob das jetzt so ein bisschen netter ist oder ein bisschen rustikaler, spielt für Ihre Entscheidung, ob Sie in einem Seminar sind, das Sie erfolgreich zum Ziel eines erfolgreichen IHK-Abschlusses bringt. Ja, das sollte ich vielleicht nochmal deutlich machen. Es geht um den IHK-Abschluss, kaufmännischen IHK-Abschluss. Da sind diese Kriterien, haben die eine Gewichtung von 5%. Sie sind also relativ unwichtig. Ja, es geht darum, bin ich im richtigen Zug, der da heißt Lernen ohne Leiden, und bringt der Zug mich wirklich erfolgreich zum Ziel? Darum geht es. Und da sind diese Kriterien wie Seminarräume unwichtig. Ja, machen 5% aus. So, dann ob der Anbieter eine Zertifizierung hat. Ist für Ihr Ziel, ob Sie erfolgreich einen IHK-Abschluss erreichen, nicht völlig unwichtig, weil diese Zertifizierung teilweise, nicht teilweise, sondern weil Sie Evaluierungen verlangen. Das heißt, dass die Teilnehmer auch die ganze Geschichte bewerten und man daraus dann, wenn man da richtig und gut mit umgeht, sich natürlich verbessern kann. Deswegen ist das nicht völlig unwichtig, aber macht insgesamt für die Frage, sitze ich im richtigen Zug, auch wieder nur einen Teil dieser 5% aus. Ja, wird oft sehr stark herausgestellt, man sei zertifiziert. Ja, weil man in Deutschland auf sowas steht, alles was irgendwie offiziell aussieht, das glauben die Leute.
Es ist ein relativ unwichtiges Kriterium, außer Sie haben eine Förderung vom Arbeitsamt. Sie haben einen sogenannten Bildungsgutschein. Das können Sie nur bei einem zertifizierten Anbieter machen. Und dann ist es natürlich für Sie ein wichtiges Auswahlkriterium, ja, ob der Anbieter zertifiziert ist. Also hier gibt es eine Ausnahme, nämlich Ihre Weiterbildung wird von der Arbeitsagentur gefördert. Und dann wird der Bildungsgutschein nur von einem Anbieter angenommen, der zertifiziert, oder darf nur ein Anbieter, der zertifiziert ist, diesen Bildungsgutschein annehmen. Also die Ausnahme ist hier eine staatliche Förderung. Dann ist es natürlich für Sie ein wichtiges Auswahlkriterium. Ja, das sind also, ich könnte das jetzt fortsetzen hier. So, kommen wir zu dem Kriterium hier viertens, das 15% ausmacht, ob Sie im richtigen Zug sitzen. Und zwar sind das Ihre Seminarunterlagen. Diese Seminarunterlagen werden dann noch bedeutender, wenn die ersten drei Kriterien nicht mehr da sind. Ich erkläre das gleich. Es wird gleich deutlich werden, was ich damit meine. Ihre Seminarunterlagen sind also 15%. Viel wichtiger als Seminarräume, Zertifizierung und ob da Blumen stehen oder nicht und solche Geschichten. So, und jetzt kommen wir zu den ersten drei Hauptkriterien, die 80% ausmachen und immer ausmachen werden, solange es Unterricht gibt. Diese drei Hauptkriterien mit 80% der Bedeutung heißen erstens der Dozent, zweitens der Dozent, drittens der Dozent. Ja, ich hoffe, das war jetzt deutlich. Also Sie sehen schon, eigentlich gibt es nicht drei Kriterien, sondern es gibt nur ein Hauptkriterium, und das ist der Dozent, der Dozent, der Dozent oder natürlich die Dozentin. Das macht 80% aus, ob Sie dort einen Dozenten haben oder eine Dozentin haben, die unterrichten kann. Oder ob Sie dort vielleicht irgendwie so einen Steuerberater haben, der Ihnen Dinge aus seinem Steuerberaterexamen um die Ohren haut und irgendwas redet, dem Sie überhaupt nicht folgen können, weil Sie in seiner Welt überhaupt nicht sind. Oder ob Sie dort bei einem Rechtsanwalt sitzen, der sagt, naja, die Kohle, die nehme ich mir mal eben nebenbei, tue ich mir die auch noch rein und dann mal irgendwas da redet und Sie den Eindruck haben, als redet der gar nicht Deutsch, sondern irgendeine andere Sprache, die Sie nicht verstehen. Das ist das entscheidende Kriterium. Irgendwann ist Ihr Unterricht vorbei, aber die Prüfung noch nicht da, dann ist der Dozent mehr oder weniger weg. Vielleicht können Sie den noch per E-Mail erreichen oder sowas, aber mehr oder weniger ist er weg. Und dann haben Sie nur noch Ihre Seminarunterlagen. Verstehen Sie, was ich meine? Ja? Also Dozent 80%, 15% Seminarunterlagen. Ich werde Ihnen in einem weiteren Video noch verraten, worauf Sie beim Dozenten und bei den Seminarunterlagen achten müssen. Ja, aber zunächst einmal sehen Sie in diesem Video, was 95% Ihrer Entscheidung ausmachen muss, um sicherzustellen, dass Sie im richtigen Zug sitzen. Dozent bzw. Dozentin und die Seminarunterlagen in dieser Gewichtung, wie ich es hier geschrieben habe. Und dann kommt, ja, man kann hier im Prinzip einen Strich ziehen und sagen, alles Übrige. Dieses alles Übrige wird sehr oft sehr stark herausgestellt, ja, ist aber für die Entscheidung aus Sicht des Teilnehmers relativ unwichtig. Das will ich in diesem Video hier deutlich machen. Okay, wenn Sie jetzt schon wissen wollen, wie Lernen ohne Leiden funktionieren kann, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert, vielen Dank.